Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 24.03.2023? Und unsere Bullen, die hier gestern schon im Wasser waren, die haben ja ein bisschen hin und her gerannt, haben sich wild aufscheuchen lassen. Aber klassischer Donnerstag. Ich habe den Kommentaren schon entnommen, dass einige mit der Analyse nichts anfangen konnten. Ich finde das immer schade. Donnerstag oder oft ist es so, die Tage, die ich wirklich glasklar vor Augen habe, wo ich wirklich ein so konkretes Bild vor Augen habe, dass es manchmal kommt, ganz häufig so, dass dann bei den Kommentaren eher mehr so kommt, wie alles kann, nichts muss, vielen Dank für nichts kam. Jemand anders hat gesagt, es ist schwierig, der Idee zu folgen. Und dabei ist die Idee so einfach, am Donnerstag. Weil ich sage es jede Woche gleich, ne? Wartet im unteren Bereich auf die grüne Stundenkerze, handelt die Long, lasst den oben laufen, bis er eine rote bildet, von dort dann wieder runter. Und genau das hat er gemacht. Die Bereiche, die wir uns ausgeguckt hatten, waren in der Morgenanalyse ein bisschen breiter gefasst. Das konnte ich erst im Morgenenge eingrenzen. Im Premium-Dienst hatten wir uns dann unten die 100 bis 1580 rausgeguckt und haben gesagt, von dort kann er jetzt auch. Hier grüne Stundenkerze kommt und es sich hier einfach unten dreht, stabilisiert, kann er jetzt auch erstmal wieder hoch Richtung 270. Dann haben wir bei 220 gesagt, er ist langsam fertig. Jetzt ein bisschen aufpassen, wenn er hier eintritt, rote Stundenkerze, dann kam rote Stundenkerze, dann können wir wieder runter bis 110. Dann ist er wieder runter bis 110 und das ist so mit Optionen auf eben 99 da auch den Gap Close und so macht. Das ist für mich perfekter Verlauf gewesen vom DAX und dann finde ich es immer schade, wenn die Leute dastehen und eigentlich die Idee oder das Bild, was ich im Kopf habe, ja eigentlich hören, aber ich es wahrscheinlich dann, gerade dann, wenn ich es besonders konkret vor Augen habe, nicht umgesetzt bekommen. Also ich glaube, im Verteiler ist uns das ganz gut gelungen. Bei der Morgenanalyse hat man, wie gesagt, die Ziele noch ein bisschen breiter gefasst. Da war es noch nicht so ableitbar, dass es doch so eng werden wird. Rein von dem, was wir aber besprochen haben, auch mit diesem Rutsch hier runter, und auch wenn wir betrachten, was wir Montag schon gesagt haben, dass der Dienstag oben das Hoch ausformt, Mittwoch dann in die Korrektur geht, Donnerstag dann noch einmal runtersetzt, in den Bereich hier rein, von dort sich nach oben drückt und dann oben raussteigt. Das war das bullische Szenario, was wir Montag gemalt haben. Ja? Hier Montag haben wir gemalt, Pfeile in der Analyse, hoch, runter, weiter. Das war das bullische Szenario und er ist perfekt drin. Ja? Und machte das jetzt zum Freitag perfekt weiter. Dann hält er das Tief zum Freitag, ja, oder macht ein ganz, ganz, ganz schnelles Morgentief hier nochmal auf Gap Close, ja, ein bisschen tiefer, dreht sich hier relativ früh wieder auf und schiebt schon mal nach oben an. Eher würde ich aber fast glauben, dass er gar kein neues Tief setzt und schon mal versucht anzuschieben. Dann kann er nämlich über den Freitag, Montag versuchen, hier in die M400 reinzulaufen. Und mal den primären Abwärtstrend seit letztem Hoch anzugreifen. Und der liegt bei 4,75. Gelingt ihm das schon zum Freitag, sollte man Montag mit einem Gap abrechnen und dann drüber la lang rausstrecken. Ja, aber wenn er sich zum Freitag gut macht und er sich auch über 200, über 2, was ist das hier, 2,50 etabliert bekommt, würde ich ihn laufen lassen. Ich würde ihn laufen lassen bis, lasst ihn rein, über 300 auch, gut und gerne. Der macht hier in die 380, 400 als erstes rein mit Option auf 475. Das wäre ein schönes Freitagsziel, ja. Hier irgendwie so in diese Zone, 380 bis 475. Das wäre eine schöne Zone, wenn er sich gut macht. Er dürfte dafür ein bisschen schwächer rein, aber sollte sich schnell drehen. Also so eine Drehung am Nachmittag ist zu spät dann. Drehung um, ich sag mal, 12 ist auch schon zu spät. Das muss vorher passieren. Das muss viel vorher passieren. Am besten eigentlich schon vor 10. Dann klappt das oft. Ja. Zeigt er sich hingegen aber schwach, dümpelt hier rum, macht auch am Nachmittag noch neue Tiefs. Dann braucht er nicht erwarten, dass das hier noch so eintritt. Ja. Also wenn er dann auch am Nachmittag noch neue Tiefs macht, kann sein, dass er wirklich richtig tief rausgeht und auch hier unten durchfällt und würde dann in dieses, was wir gestern besprochen haben, ne? Hier entscheidet sich, ob bullisch oder bärisch, ne? Ob er sich aufdreht und nach unten komplett durchklackert bis auf ein neues Tief. Wenn er das zum Freitag macht und er schließt hier unten irgendwo, dann streckt es sich Montag unten lang raus. Ja, also dann da, also ich würde am Freitag, wenn er schön gestiegen ist, kein Short übers Wochenende halten wollen.
Und andersrum auch nicht. Ich würde, wenn er gefallen ist, kein Long. Also mal abgesehen davon, dass man ja wahrscheinlich gar keine Long-Chance kriegt, wenn er den ganzen Freitag durchfällt. Aber ich weiß ja, wie die meisten von euch handeln. Die handeln instinktiv. Die handeln das, was sie in die Wiege gelegt bekommen haben und eben nicht das, was in der Analyse besprochen wird. Ja, und dann sitzt man Freitag da, guckt bis auf die letzte Minute noch aufs Handy. Da dreht doch nochmal. Mensch, ich brauche doch nur noch 50 Punkte runter. Und dann steigt er wieder 20 hoch und noch 20 hoch. Und man sitzt die ganze Zeit da und denkt sich, ah, wann kommt er denn jetzt nochmal runter? Kommt er jetzt dann nochmal runter? Und er kommt aber nicht runter. Er steigt dann hoch und dann sitzen die Leute da und sind so geschockstarrt von ihrem Mist, den sie verzapft haben, weil sie die ganze Zeit gegen den Anstieg gegengeschraubt haben, was man nicht machen soll. Sie wissen auch, dass sie es machen, nicht machen sollen, aber sie haben halt einfach instinktiv gehandelt. Und dann kriegen sie Montag richtig noch einer auf die Fresse, weil dann noch ein Aufwärtscap und noch dahinter kommt. Das ist der Klassiker überhaupt. Ja, und es gibt eben Leute wie, ich sag mal, uns, die erkennen das. Die fangen auch an, das für sich zu nutzen, weil sie einfach sagen, okay, die anderen handeln so, also handle ich genau das Gegenteil davon, ne, weil ich davon ausgehen kann, dass die so alle handeln und dann auf die Fresse kriegen und das Geld muss übertragen werden. Das Geld muss von den einen zu dem anderen rüberfließen. Ja, und damit der eine Geld an der Börse verdient, muss der andere verlieren. Ja, und gibt es die einen, die verstehen das und es gibt andere, die haben das vielleicht auch erkannt, aber die machen das trotzdem immer wieder so. Und wundern sich, dass Jahr für Jahr eben kein Geld mit Trading verdienen oder mit Börse. Und die muss es dann halt einfach bestrafen. Ja, und deswegen würde ich persönlich davon ausgehen, wenn der Freitag sich lang oben raus macht, dass es noch weitergeht. Ja, genauso wie unterhalb. So, Punkt. Ende. Wir haben besprochen unten, was wichtig ist. 29, 880, ja. Würde mir vom Timer her aber nicht so richtig gut reinpassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das müsst ihr wirklich zügig hinkriegen. Schön drehen. Also wirklich Vormittag noch drehen. Besten würde fast reinpassen, er startet direkt nach oben durch. Ja, und geht hier rein in die 380 bis 400. Und dann kann er hier seitwärts rumschieben und sich am Abend mit dem letzten Schlusskurs noch bis 475 hochquälen. Das wäre auch das wär perfekt, das wäre typisch. Richtig typisch DAX dann. Ja, schön schnell hier hoch, seitwärts bis oben ran. In der letzten Stunde nochmal alle richtig auf Stress und dann aufwärts geht am Montag. Ich denke, wir belassen es dabei. Und wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Webinar übrigens für die Webinar-Leute ist dann Sonntag, 10 Uhr bis 12 Uhr. Und dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende für die, die mich nicht noch mal hören. Und bis Sonntag dann. Tschüss.